Yo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Xavin hier am Start am Summer of War Samstag mit Community besprochen. Heute, so früh wie nie, wahrscheinlich sind die meisten jetzt noch in der Schule oder arbeiten oder in der Uni oder liegen im Bett. Bei mir gab es einen kleinen Zwischenfall, deswegen bin ich jetzt schon da und kann jetzt schon aufnehmen. Ist auf der einen Seite, naja, negativ, auf der anderen Seite positiv, dass ich das jetzt schon machen kann. Über das Negative sprechen wir jetzt nicht. Wir wollen natürlich glücklich sein. Ich quatsche gar nicht zu viel heute. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Accounts. Am Anfang 8, aber der letzte hat sich leider nicht mehr gemeldet. Von daher 7 Accounts. Das heißt, wir haben wahrscheinlich 2 Parts. Wir haben wieder Odin, mein chinesisches Gildenmitglied. Wir spielen wieder mit Poseidon. Er hat sehr, sehr viele Schriftrollen. Bei den anderen weiß ich nicht genau. Zu Line und dem Adden muss ich ja gar nichts sagen. Das habe ich ja schon Mittwoch in dem Pokéball-Beschwörungsvideo gesagt. Deswegen, wenn ihr Teil eines Beschwörungsvideos sein wollt, schreibt mir auf Line, schreibt mir in Line, was auch immer. Aber nur, wenn ihr dann auch wirklich Schriftrollen habt und, schaut am besten das Video Mittwoch, da habe ich das alles ausführlich erklärt. So, es ist fucking cold draußen, ha? Ich habe links von mir, beziehungsweise jetzt in meiner Hand, vor dem Mikro, jetzt klimpert es, einen heißen Kakao. Oh, es gibt nichts Besseres als in der warmen Wohnung zu sitzen, draußen den Schnee anzuschauen und heißen Kakao zu trinken, während draußen irgendwelche Leute sich abfrieren. Ich muss jetzt einfach trinken. Wisst ihr was? Ich habe, also normalerweise, okay, random facts. Ich würde sagen, wir beschwören mal. Wir haben 31 mystische. Wir lesen als erstes mal. Er wünscht, also ich darf alles beschwören, auch die Steine. Er wünscht sich 105 Star. Wünscht sich jeder, glaube ich. Ansonsten Shazoon, Lucian, Chloe. Achso, was ich noch sagen wollte. Jeder. Wirklich jeder, der heute dabei ist, hat geschrieben: Entspann dich. Beschwör ganz in Ruhe. Einfach Spaß haben. Setz dich nicht unter Druck. Du kannst nichts für diese shitty Summon Rates. Hat auch letztens eine Abonnentin unter das letzte Video geschrieben. Vielen, vielen Dank. Ich reiße mich zusammen und natürlich tut es mir leid, wenn ich nur Mist beschwöre, aber das ist ein Spiel. Ganz ehrlich, wir haben einfach nur Spaß damit und es gibt weitaus schlimmere Sachen. Deswegen lasst uns einfach hier schön sitzen, heißen Kakao trinken und Net 5 Stars beschwören. Wir gehen heute in Channel. Wartet mal. Wir gehen in 7, 6, 6, 9. Wenn ihr jetzt wisst, was das für ein Wort ist, wisst ihr, wie der Titel heißt. Also dann das übersetzt ins Deutsche, da reden wir gleich drüber. Also. Ich muss noch einen Schluck trinken. Das ist so gut, wenn er so warm ist und draußen so kalt und dann wird man so von innen aufgetaut und ich weiß nicht. Wir legen mal mit dem Beschwören los. Ich habe, glaube ich, noch nie in einem Video getrunken oder so. Wisst ihr was? Random Facts. Bevor wir zum Titel kommen, reden wir über Kakao. Bestes Thema ever. Ich habe bis vor, ich glaube, 1-2 Jahren oder so, nie warmen Kakao getrunken. Immer nur kalten. Ich weiß nicht warum, ich mochte keinen warmen Kakao. Immer nur kalten. Immer wenn ich bei meinen Großeltern war oder so, ich möchte Kakao. Und die so, okay, ich mach dir einen warm. Ich so, nein, kalten Kakao. Und die so, nein, das ist doch nicht gesund. Und ich so, das macht nichts. Ich nehme kalten Kakao. Und nice Malaka. Malaka ist sehr gut. Jetzt. Warmer Kakao ist einfach göttlich. Wieso wollte ich früher keinen warmen Kakao? Ich weiß es auch nicht. Vor allem bei kaltem Wetter heißt der Kakao godlike. So, warum sind wir in dem Channel? Ich habe eigentlich eingegeben Snow, weil wir heute Schneebeschwörungen machen. Es ist fucking kalt draußen. Der Winter kommt langsam Ende Januar.
Kein Schnee Weihnachten, was hätte man anders erwartet, aber dafür jetzt Schnee. Beziehungsweise, ich habe von vielen von euch gehört, dass bei euch schon seit langem viel und wirklich... Oh, Rakshasa Wasser, nicht schlecht, dass bei euch viel und hoher Schnee liegt. Bei mir sieht es so aus, naja, ein bisschen geschneit hat es dann immer so über Nacht. Aber leider dann eher nur so 2 mm, die am nächsten Tag wieder weggefroren sind. Also es liegt nirgendwo auf Straßen oder so Schnee. Nur auf dem Dach. Also wenn ich aus meiner Wohnung rausgehe, sehe ich so auf so einem Vordach da so weiter vorne. Schnee liegen. So, das wollte ich sagen. Meine Güte, wir machen heute eine chillige Summon Session. Mit Kakao. Meine Güte, der ist schon gleich leer. Das ist sehr ärgerlich. Aber mir wird langsam warm. Also, ich liebe Winter, ich liebe Schnee, ich liebe es, wenn es kalt ist. Ich weiß auch nicht, es ist irgendwie gemütlich. Wäre dann natürlich am besten, wenn man mit seiner Freundin am Kaminfeuer unter einer Decke liegt. Puh, kommt was. Aber ich bin nicht böse heute. Aber ich mag es. Es ist irgendwie total gemütlich, wenn es kalt ist. Nur, eigentlich passt kalt zu mir gar nicht, weil, wenn ihr meine Videos schon länger verfolgt, wisst ihr, dass ich eigentlich meistens immer zu frisch rumlaufe. Das heißt, Heaven im T-Shirt. Und das ist nicht so toll, wenn es minus 10 Grad ist. Ja? Also, nein, also ich versuche mich da jetzt schon wärmer einzupacken, aber meistens erwische ich mich, wie ich dann zu kalt rumlaufe und naja, so, wir packen die Sachen mal ins Lager. Bisher ganz in Ordnung, leider nur 2 Blitze, aber ich meine, er ist Level 28, er hat zwar nichts zu Tipps gesagt und so, aber Tanja ist nice, Jojo ist nice und Jojo Malaka, tolle Bomb kommt, das heißt, du kannst hier ein Bomb-Team bauen. Wir haben Fatal Focus, sehr gut, das heißt, Malaka wird dir sehr viel Spaß in der Arena bereiten. Und Wasser Rakshasa ist nicht schlecht, die wird selten benutzt, aber man kann sie auch in Necro benutzen, oder? Ich denke schon, in einem Wasser-Necro-Team. Auf jeden Fall ist Wasser Rakshasa nicht das schlechteste Monster. Auf jeden Fall besser als Rina. Bitte nicht. 100% Resistance? What? Okay, dann nervst du schon ein paar Leute damit. Aber egal, wir packen die Sachen mal ins Lager. Wir beschweren uns heute nicht, sondern sind ein bisschen entspannter. Nein, ich will nicht die Level gehen. So, zack, zack, zack. So. Ich denke, das dürfte ausreichen. Und dann hoffen wir, dass wir irgendwas aus den Steinen bekommen. Übrigens, Dienstag könnt ihr euch freuen, da beschwöre ich für mich selbst. Oh Gott, ich bin sehr aufgeregt und hoffe, dass meine Wünsche endlich in Erfüllung gehen. Also kein 5-Star für mich, wäre natürlich cool, aber nicht unbedingt. Ich brauche unbedingt 4 Sterne. Ich brauche Feuer Rakshasa, ich brauche Galen, ich brauche Aquila, ich brauche Orion. Orion von denen noch am wenigsten. Das wäre noch cool für eine Defense. Aber Aki, ich brauche unbedingt einen Stripper und ich brauche Galleon und ich brauche Hua für Necro. Und wir bekommen keinen Blitz. Kommt, Thors. Verdammt. Egal. Das war's mit Xlagi. Ich merke meinen Channel 7669. Meine Güte. Und wir sehen uns dann gleich bei Odin wieder mit Poseidon in der Arena. Also bis gleich. In der Zwischenzeit noch ein Schluck Kakao. So, wir sind jetzt bei meinem Gildenmitglied. Meine Güte, wir sammeln mal ganz Mana ein. Wir sind jetzt bei Odin. Odin hat wieder fleißig gespart. Letztes Mal wollte er kein Net 5-Star. Dieses Mal gibt es ein Net 5-Star für ihn. Hoffentlich. Also wenn wir ein Net 5-Star bekommen, dann hoffentlich hier. Also ich gönne es ihm so sehr. Und wow. Holy shit, Odin. What the hell? Ich weiß nicht, ob ich das nicht darf, aber wow. Der ganze Stuff hier muss eingesammelt werden. So,
Darf ich auch den Wunsch für dich machen? Ich hoffe es. Ich guck mal kurz, eigentlich war er eben drin, ja. Wir waren in 7, 6, 6, 9. Meine Güte, sich das zu merken. Mein Kakao ist fast leer. Nein. Ich schreibe jetzt als allererstes mal, Ni Hao. Ich bin kurz vorm Ende. Mein Semester ist fast vorbei, da gibt's kein Chinesisch mehr. Dann lerne ich einfach für mich selbst weiter. Ich kann jetzt ein Zimmer bestellen. Ich weiß, was ganz viele Familien, also ich weiß jetzt, was kleine Schwester heißt, was große Schwester heißt, was Vater heißt, was Mutter. Also ich weiß ganz viele Sachen jetzt. Das ist eigentlich ziemlich gut aufgeteilt mit den Kapiteln. Steht hier was? Oh wow, das kann ich jetzt nicht lesen. Nein. Nein, also wir wissen, dass hier oben Heaven steht. Letztens stand da Ni Hao. Jetzt steht hier was anderes. Ah, ich kann es nicht lesen. Odin, helf mir. Hilf mir. Übersetz es mir bitte. Chinesisch ist mega cool. Ich liebe es. So, was haben wir denn hier für Stuff? Wow, Odin. Sammel da irgendwann die Sachen ein. So, Odin wünscht sich neue Baustellen. Er lässt sich überraschen. Ich darf alles beschwören. Steine und Ifrit. Und er wünscht sich Tessarion. Wie ich. Und wir testen gleich Poseidon. Ja. Also wir haben so gut wie alle 4 Sterne Monster, die man braucht. Wir haben Aquila. Haben wir auch Orion? Ich meine schon, oder? Wir haben Aquila. Auf jeden Fall gerade nicht. Ich gucke mal kurz im Lager. Aquila und Orion müssten wir auch haben. Ja, Aquila, Orion. Wir haben sogar die Wüstenkönigin. Die ist, ich finde die ziemlich, ziemlich gut für Raids. Also wir haben, ich glaube, er hat alle 4 Sterne Monster, die er braucht. Deswegen hoffen wir einfach auf irgendein cooles Net 5 Star, das wäre mega cool. Und vielleicht irgendein Light Dark Net 4 Sterne oder so. Wäre auch mega cool. Wir haben über 100 Mystische. 103. Und wir haben den Ifrit. Und gleich wird mein Kakao leer sein nach diesem Account. Ich würde sagen, wir machen mal als erstes so ein bisschen chillige 50 Mystische. Dann gehen wir in die Arena und wir hoffen einfach auf irgendwas Gutes. Also, bald Chinesisch Klausur. Ja, yeah, ich hatte schon ein bisschen Schiss. Also Chinesisch macht mega Spaß. Ist aber trotzdem natürlich viel zu lernen. Also ich meine, Chinesisch ist nicht wie so eine normale Sprache. Ihr wisst, also wenn ihr mich schon länger guckt, wisst ihr, dass ich viele Sprachen spreche und kenne. Und normalerweise ist das ja so, man lernt eine neue, sagen wir mal, ich lerne jetzt nächsten Monat Spanisch. Dann ist das so, man lernt neue Vokabeln und eine neue Grammatik und dann ist es das. Wir haben natürlich Aussprache, aber das ist nicht so die Welt. Vor allem bei so wie Spanisch zum Beispiel, man kann sich sehr viel von Französisch, Italienisch, Latein ableiten, ziemlich ähnlich. Also manche Sachen kommen einem direkt bekannt vor oder wenn mir irgendwer was auf Spanisch sagt, könnte ich schon, sagen wir mal so 40-50% so schon allein aus dem Sinn her übersetzen. Jetzt kommt Chinesisch, was ganz Neues. Da, also wir stellen uns jetzt mal vor, ich kenne absolut kein Japanisch. So, dann ist das ziemlich hart. Also auf der einen Seite haben wir eine komplett andere Kultur. Wir haben eine komplett andere Grammatik. Wir haben komplett neue Vokabeln, wie immer. Aber wir haben fucking Schriftzeichen. Hä? Also wir haben nicht unser normales Alphabet. Wir haben, also natürlich haben wir unser normales Alphabet. Aber wir haben auch Schriftzeichen. Und das sich beides zu merken, ist doppelt anstrengend, beziehungsweise dauert doppelt so lang, sagen wir es mal so. Deswegen, ich habe irgendwie ein kleines bisschen Schiss, dass ich in der Klausur irgendwie so ein Zeichen vergesse oder so, aber das wird kein Weltuntergang sein, die wird nicht so schwierig werden. Ich denke, das wird alles in Ordnung.
Und also da wird alles, also ich kann da nicht mal reden. Ich denke, es wird in Ordnung werden. Und ich muss mir da keine Sorgen machen. Also es klappt ja alles ziemlich gut. Aber es macht total viel Spaß. Und die Contours fucking Blitz Rate ist nicht so schön. Bitte schenkt Odin ein Net 5 Star. Please. Please. Nicht schon wieder die Rakshasa. Odin braucht so Zeug nicht. Odin hat alles. Auch eben Feuerkitsune habe ich ja selbst und werde ich benutzen für Necro. Mir fehlt die Feuer-Rakshasa. Mal sehen, ob wir heute ein Monster ziehen, was ich mir wünsche. Da bin ich wirklich sehr gespannt, weil, naja, das Dienstag ist nicht mehr so lang hin. Wir hauen ein paar Kristalle raus. Ich habe ein paar Schriftrollen von TOA. Odin hat natürlich hier auch ein paar Schriftrollen von TOA. Daher ist auch dann die Legendäre nachher. Oh mein Gott, und wir ziehen nichts. Und, was ist es? Ah, Julie. Ah, ich habe die ja letztens gezogen. Und, die ist ziemlich nice. Ich weiß gar nicht, ob Odin die hat. Aber später. Also, die wird jetzt absolut nicht meine Baustelle werden. Paretta. Hätte ich auch gern. Entweder als Fusionsfood oder Skill-Up. Also noch ein. Julie werde ich auf jeden Fall später für ein, wahrscheinlich, wenn ich nichts anderes bekomme, für ein Fast Arena Nuke Team bauen. Weil der dritte Skill von ihr kann richtig, richtig reinhauen. Also Julie ist ziemlich nice. Noch 10 Stück nach dieser hier. Und dann ab in die Arena Poseidon Action. Ich freue mich so. Ich freue mich so. Ich hoffe trotzdem noch, dass wir irgendwas bekommen. Komm schon in den 8 Stück. Das wäre cool, wenn wir vorher noch einen Net 5 Star bekommen. Dann können wir noch entspannter in die Arena. Ich merke gerade, ich habe zu lange nicht mehr Kakao getrunken. Ich trinke mal, vielleicht kommt dann das Glück zurück. Oder auch nicht. Ich habe schon gedacht, oh Gott, da kommt ein Fake 5 Star, aber nein. War nur eine Michelle. Wie schnell so ein Kakao auskühlt. Er ist fast weg. Noch ein, zwei Mal trinken und es ist weg. Schade. So, bisher fucking Bullshit. Naja, wir gucken mal in den Shop. Legendary. Irgendwas Gutes, bitte. Nope. Das war auch nichts hier, oder? Nein. So, dann ab in die Arena. Wir sind bei einem goldenen Stern. Einem goldenen Stern. Bin froh, Odin, dass du nicht so weit hochgepusht hast. Ich hasse es bei mir momentan in der Arena. Es ist so fucking Bullshit. Ich bin bei 2000. Also 3 goldene oder 1 Rotstern. Dann werde ich immer von dem einen Rotstern runtergeworfen. Bin ich auch froh drüber. Die Leute sollen mich angreifen, damit ich nicht... Die Gegner da oben, das sind einfach kranke Leute. Also da macht es keinen Spaß. Und mir fehlt Gally, mir fehlt Aquila als Stripper. Das ist... Fucking Bullshit ist das da oben. Wir hätten den ersten direkt angreifen können. Seht ihr? Hier unten mit den Gegnern kann man sehr schnell Wings ausgeben. Da oben denke ich mir so... Fuck. So, hier können wir das, glaube ich, machen. Wir benutzen Theo. Wir benutzen Poseidon. Wir benutzen Galeone. Und wir benutzen Aquila. Die sind noch 5 Star. Was haben wir denn für Leader Skills? Wir haben kritische Rate. Wir haben Angriffskraft. Und Genauigkeit. Ich guck mal kurz bei Theo, wie viel Crit Rate der hat. Wir haben 69, ist in Ordnung, und wir haben 73. Sollen wir lieber auf die 100 Crit Rate gehen oder sollen wir lieber auf die... Nee, ich nehme Attack Leader, ja? Ich nehme Attack Leader. Weil der dritte war Hottie, glaube ich. Ah, nehme ich Attack Leader. 33%, das ist pretty nice. So, diese... Also, abgesehen von Poseidon hätte ich dann jeden. Nice. Ich hab bisher nur Theo Mars, aber die anderen zwei hätte ich so gern. Dann mal schauen, was der Gegner so drauf hat. Ich freue mich so. Poseidon ist so lustig. Also, mit dem anzugreifen macht mega Fun. So, komm schon. So, okay, dann machen wir einfach mal Buff. Und jetzt Defense Break.
und können wir die Attack-Leiste von dir hier verringern. So, und dann gehen wir einfach mal auf den. Bam! Und bam! What the hell, mate? Einfach so krass. Das ist so krass. So, bam. Und jetzt macht die natürlich das, aber wir haben jetzt das hier. Wir können strippen und treffen wenigstens hier und naja, Game Over. So sieht Arena für mich aus. So soll's aussehen, aber naja, selbst mit einem 5-Star Aquila. Ich möchte die zwei haben. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Dann machen wir noch einen. Das ist einfach zu lustig. Gegen Bryant und Shazoon. Okay. Das ist nicht so toll mit nur Wasser, aber würden wir auch kaputt kriegen. Machen wir... Ich will irgendwas mit Feuer. Machen wir Kuma Thiumas gefährliche Komp. Mal sehen, wie schnell die Gegner sind. Ich bin mal gespannt. Wir müssen nur darauf achten, dass das Vero nicht zwischen Galeone und Dingsbums kommt. Das heißt, wir machen jetzt wieder einen Buff, machen Defense Break und resetten hier, bam. Dann töten wir, ich würde sagen, einmal Kuma. Bam. Wow. Pretty tanky, ha? Huh? Und jetzt machen wir das hier, aber wir haben natürlich Vio Proc. So soll's sein. Meine Güte, betäubt, Dings geprockt und what the fuck. Wir hätten sogar Dingsbums machen können. Ah, macht nichts. Bam. Und bam. Meine Güte. Ah. Ich würde hier den ganzen Tag in der Arena rumhängen. Bei mir sieht's so aus, ich denk so, ich will nicht. Und dann, du musst, du brauchst die Punkte. Und ich so, ich will nicht. Die Gegner da oben sind echt shitty. Machen wir hier den noch. Kämpfen einmal gegen Pangbeak. Ich weiß, es ist ein Windguy. Poseidon hat nicht so viel Erfolg gegen ihn, aber Thiumas ist ja gegen jeden erfolgreich. Wir haben Laser fucking Chloe. Das heißt, wir können bei jedem Dings von uns buffen. Defense Break. Und dann killen wir als allererstes. Ich würde sagen, wir killen Ana. Bam. Und machen jetzt so. Dann überlebt wahrscheinlich Pangbeak. Denke ich. Und Chloe natürlich. So, aber sieht ziemlich nice aus. So, jetzt müssen wir nur aufpassen. Ja, das war gefährlich. Machen wir einfach mal. Bam. Bam. Machen hier das hier. Und gehen auf Chloe. Aber das ist so. So wahnsinnig cool. Ich bin so eifersüchtig. Ich möchte die zwei haben. Bitte. Bitte gib mir die zwei. So, wir sind fertig mit der Arena. Thiumas ist so cool. Und, also ich hab Thiumas, aber ich meine in der Comp mit Poseidon und mit Galeone haben wir Max Skills. Nein, noch nicht mal Max Skills. Und Aquila. Die sind so cool, ha? Huh? Das macht so Spaß mit denen. Wir haben Qual Focus. Wir haben sogar eine +1er-Rune. Eine fucking +1er-Rune. Dann nicht mal vernünftige Runen. Und wir können so viel Spaß mit denen in der Arena haben. Und ich denke mir einfach nur so, da oben, das ist Game Over. Ich möchte. Kann ich deine zwei Monster hier haben? Please, please. So, wir packen die Sachen mal ins Lager. Ich habe sogar gesehen, dass da eine Feuer-Kitsune ist. Also das ist, denke ich mal, auch sein Nekro-Team dann später. Wir haben bekommen 1, 2, 3, 4, 5 Blitze bisher und 2 Fake-Stars. Naja, also Fake 4-Sterne-Monster, so. Komm zu uns, please. Du hast gesehen, wie gut wir an der Arena arbeiten können, deswegen irgendein 5-Star wäre mega cool. Irgendwas Tolles. Irgendwas Lustiges. Oh. So? Nicht? Haben nicht richtig gezählt. Ich habe eigentlich gar nicht gezählt. So, das müsste aber jetzt klappen. 2 noch. Packen wir die 2 noch rein. Und dann können wir nachher noch austauschen. Wir beschwören jetzt weiter.
haben ziemlich viel Zeit in der Arena verschwendet, aber das musste einfach sein. Das musste sein. So, machen wir weiter. Wir haben noch 50 und eine Legendary und die Steine und Tessarion. Sollen wir Tessarion jetzt direkt? Komm, Tessarion, ich möchte ja auch Tessarion. Tessarion, 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 Tessarion. Please. Und yes, yes, sehr gut, nice. Ich bin mir immer unsicher, ich warte dann eh lieber eine Sekunde, weil Wind und Feuer sehen sich ziemlich ähnlich aus in der ersten Sekunde. Nice, great, 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 dude. Also, das ist ziemlich nice. Also, Tessarion, da würde ich mich auch drüber freuen. Also, auf jeden Fall hast du ein neues Toy jetzt. Mit Tessarion kannst du Tessarion, Theomas beste Kombi. Macht mega Fun. Das ist sehr gut, also gegen irgendwelche Monster mit passiven Fähigkeiten oder auch gegen Theomas, damit nicht Entwur auftauchen kann und sowas. Also, nice. Wenigstens das. Also, das haben wir jetzt schon mal geschafft. Jetzt hoffe ich trotzdem noch auf einen 5-Star. Die 4-Sterne sind alle egal. Traurig, wenn man das sagen kann. Nein, dann ist man... Das ist eigentlich ziemlich cool. Also, ich wäre froh, wenn ich Aquila und Galeone hätte. Aha. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Quahi, auch für Necro nice. Ich mag sie nicht so in Necro. Aber ich hab alle meine verfüttert. Aber ich kenne Leute, die sogar zwei Quahis für Necro benutzen. Double Quahi. Ich denke mir nur so, der erste Skill ist nur ein Hit. Also wie bei Shazoon, diese Blüte, die da rauswirft oder was auch immer. Und dann hat die einen Heal und dann hat die einen dritten Skill, der reinhauen kann, der normal random ist. Also für PvP mag ich die nicht. Aber dann, ich weiß nicht, 5-6 Mal trifft oder so. Ganz okay für Necro, aber wenn man nicht genug Skill-Ups für sie hat, dann ist der letzte Skill sehr selten verfügbar und ich weiß nicht, ob sie so sinnvoll ist. Ich mag da lieber andere. Wie zum Beispiel Feuerrakshasa, den man nicht vergleichen kann. Aber trotzdem, ich möchte eine Feuerrakshasa und ich möchte für Odin jetzt einen Net 5-Star. Kannst du bitte Odin einen Net 5-Star geben? Bitte. Bitte. Ich weiß, wir haben letztens sogar im letzten Video für ihn Brownie gezogen. Deswegen haben wir wahrscheinlich so ein paar Skill-Ups. 1-2 oder so. Komm bitte, Net 5-Star. Komm, Thors, ich bitte dich. Für meinen Freund Odin. Du musst ihm einen Net 5-Star geben. God dang it. Wahrscheinlich muss ich nochmal einen Kakao trinken. Eben kam 4-Sterne-Monster und Fake 4-Sterne raus. Mal sehen, was jetzt kommt. Ich sag's euch, wenn ich trinke, kommt was. Leider die falsche Neostone Agent, die habe ich selbst. Der Kakao ist leer. Schade. Schade. Ich mach mal gleich noch einen. Nein. Mal sehen, wir müssen uns auch ein bisschen beeilen. Wir hängen hier seit einer halben Stunde, aber das war's wert. Also Poseidon braucht die Zeit. Komm schon, wir gehen bis 13. Und dann machen wir Light and Dark und Legendary. Komm, Thors, please, Light and Dark, Blitze, Blitze, der ist nicht schlecht, aber ich glaube nicht, dass Odin ihn braucht. Legendary, come on, please. Okay, einmal Blitze bei den Steinen, bitte. Ich will sie. Bitte. Tausch mit mir. Wetten, wenn ich meine Steine öffne, ich bekomme gar nichts. Fire Rakshasa, Gratz. Hast du sie? Also ich sehe keine gebaute. Vielleicht hast du eine im Lager, aber ich will doch nur eine Waffe Necro. Hua ist so good. Also die ist richtig, richtig gut. So, machen wir weiter.
Ich darf Steine, oder? Ja, alles. So, wir hoffen auf Laika oder Alicia oder Sierra. Wobei, Alicia ist meine, ha? Also, glaube mir nicht meine Alicia, aber ich gönne dir jedes Net 5-Star. Ah, fuck. Ah, Gott, wetten ich sie keine. Nein, bitte. Wieso zum Teufel zwei? Eine reicht doch, gib mir eine. Wir haben 13 Mystische. Wir haben ihm sehr viel Food gezogen. Ein paar gute 4 Sterne, aber ich glaube, die braucht er nicht. Dafür aber auf jeden Fall Tessarion. Ich habe kein Glück. Verdammt, also ich kann nichts dafür. Ich weiß, ich sollte in Ruhe beschwören und mich zusammenreißen. Ich bin ja schon ruhig, versprochen. Aber ich hätte es ihm so gewünscht. Naja, nicht die Hoffnung aufgeben. Wir haben noch 7 Stück. Komm, du hast, beweis uns, dass du gut bist. Ina. Ich habe schon gedacht, es verzögert so ein bisschen. Die Blitze kommen langsam aus dem Boden rausgeschossen und dann leider nein. Dieser Barbarenkönig aus der Legendary, da denkt man auch so. Fuck. Das ist nicht das, was ich wollte. Nope. Letzte. Komm, please. Nope. Schade. Bin ein bisschen enttäuscht von den Summon Rates. Aber naja. Immerhin Tessarion. Das ist ziemlich cool. Also Tessarion. Wir sehen hier sehr, sehr, sehr. Sehr viele Four Stars. Sehr viele Four Stars sehen wir hier. Wahrscheinlich guckt er so. Wenn er nicht das Video sehen würde, guckt er so ins Lager und denkt so, was habe ich denn Neues bekommen? Ich habe so viel Stuff. Wir haben sogar noch einen anderen Barretta, noch 2 Barrettas. Wir haben alles voller Barbarenkönige und hier ist diese Julie und... Aber, wir haben keine Feuerrakshasa, oder? Ich sehe keine, vielleicht bin ich auch blind, aber ich achte jetzt nur mal aufs Feuer. Ich sehe keine Feuerrakshasa, aber... Du hast auf jeden Fall sehr viele Skill-Ups für Julie, wenn du sie zum... Also eine. ich sehe aber trotzdem keinen, oder? Keine Feuerrakshasa. Dann mal etwas Neues und ich bin neidisch. Also die hätte ich sehr gerne. Wir packen dir das und das rein. Dann ist das Lager voll, dann tauschen wir wieder. Also es tut mir leid, sehr viel Food wieder. Aber ein bisschen was Gutes. Also auf jeden Fall Tessarion. Und ich denke, wenn du an einem Necro-Team arbeitest, dann ist die Feuerrakshasa ziemlich gut. Also ich meine, wir haben Shiva, wir haben Kulin und dann noch Bella und dann Feuerrakshasa und irgendwen anders. Dann sitzt das Team eigentlich schon. Oh, wieso auch noch 2? Wieso nicht eine für mich? Wo sind die 2 jetzt? Hier. Wieso nicht eine für mich? Eine für dich, eine für mich. Nein. So, Laptop, du bist nicht ausgegangen. Nein. Wir sind bei 35 Minuten ungefähr. Ich würde sagen, wir machen nur einen Account und dann gehen wir in Part Nummer 2. Bis gleich. So, letzter Account für Part Nummer 1. Wir sind bei Yahata. Wir gucken mal kurz im Shop. Nichts da. Wer hätte es gedacht? Wir gucken mal, wie viele Beschwörungen wir haben. Wir haben 30 Stück. Und Ifrit, kein Ifrit. Er hat gesagt, wenn er es schafft, hätte ich noch einen Ifrit beschwören können. Wie sieht's denn aus? Gildenshop 200, da fehlt noch was. Egal, ist ja nicht schlimm. Dann gucken wir mal, was er sich wünscht. Er hat gesagt, irgendwas für die Vero-Fusion. Ich guck mal, wie weit er ist. Wir haben ihn, der ist fertig. Wir haben ihn, er ist fertig. Wir haben sie. Das heißt, es fehlt nur noch Wasserundine, ha? Wasserundine, hast du allen Stuff für die Wasserundine? Das will ich jetzt nur noch mal kurz gucken. Wasserundine, wo ist das Fusionshexagramm? Hier. Wasserundine braucht Beerman, Dingsbums. Die kann man sich eigentlich alle, außer dieses eine Teil da. Ich glaube... Du hast alles. Er hat nämlich zuerst gesagt, er wünscht sich irgend so ein
Wasser Grim Reaper, aber den hat er gezogen, deswegen er hat geschrieben, ich kann ganz entspannt beschwören, er hat keinen spezifischen Wunsch, deswegen ja, ganz ruhig jetzt, wir beschwören weiter in unserem Schneekanal und hoffen auf irgendwas Gutes. Also ich freue mich über irgendein nettes 4-Sterne-Monster, das wäre schon ziemlich schick. Ich glaube, wie viel haben wir denn bei Odin bekommen? Die Raids waren, also wie viele 4-Sterne wir bekommen haben, war ganz in Ordnung. Nur leider nicht so den amazing stuff dafür, dann Tessarion. Da freue ich mich dann auch selbst drüber. Aber der Rest, naja, für Odin nicht so die Welt. Dafür zweimal Feuerrakshasa, ich bin sehr eifersüchtig. Ich bin schon mit einer zufrieden, also da würde ich mich sehr, sehr, sehr drüber freuen. Light and Dark war dieses Light Mammut, braucht Odin auch nicht. Leider. Naja, immerhin Tessarion wird dann wahrscheinlich sein nächstes Sixter werden oder so. Naja, Assassine. Okay. Ein 4-Sterne-Monster in 10 Stück. Ich hoffe noch auf 2 nächste, dass wir so alle 10 eins bekommen. Das ist in Ordnung, würde ich sagen. Leider sehen die Raids ein bisschen anders aus, dass man so alle 15 eins bekommt oder so. Wenn überhaupt. Ich erinnere an mein letztes Video. Ich glaube 60 Stück, 3 Blitze. Ah, nicht schön, ha? Aber ich hoffe mal auf ein bisschen mehr Glück. Dieses Mal Barbarenkönig, okay. Dass ich vielleicht Anubis, okay. Also ich meine 3 Blitze schon. Da könnte, nein. Da könnte noch mehr kommen. Das ist in Ordnung. Komm, noch ein Blitz, das wäre cool. Ja, ich hoffe, dass ich... Ich möchte ganz ehrlich, wenn in 100 Schriftrollen, sagen wir es mal so, nur 4 Blitze drin sind und da Aquila, Orion, Galeone und Hua drin sind, bin ich zufrieden. Dann kann der Rest ruhig shitty sein, also für mich jetzt persönlich. So, komm bitte. Noch ein Blitz. Ein Blitz. Ah, das ist so blöd. Ich wollte jetzt wieder trinken und ich merke, meine Tasse ist leer. Ja. Man müsste was erfinden, dass das Getränk nicht leer wird. Dass immer wieder was drin ist, aber das trotzdem so frisch ist. Also ich meine, dass Kakao dann warm ist und dass Cola dann trotzdem kalt ist und die Kohlensäure noch da ist und so. Oh, ich sehe, du levelst Devil Moons. Musst du nicht machen. Ich pack mal die Sachen ins Lager. Ich weiß nicht, ob du das willst, aber ich pack die lieber mal rein. Also wenn ihr nichts schreibt und Platz im Lager ist, packe ich die da einfach mal rein, damit keiner gespoilert wird, falls er zuerst das Video sehen will. Ansonsten könnt ihr es natürlich auch nicht genug Mana. Oh. Okay. Aber du hast auf jeden Fall, naja, 3 Blitze ist ganz in Ordnung. Dann kannst du die anderen ja noch selbst beschwören. Vielleicht helfen die dir. Wenn du die nicht behalten willst, kann man die ja auch verfüttern oder was auch immer. Wie du willst. Also 3 Blitze in den wenigen Schriftrollen, das war schon relativ in Ordnung. So, das war's mit Part 1. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir hatten ein bisschen Spaß. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, damit ich mir mehr Kakaos kaufen kann. Nein, ja, wir sehen uns dann gleich in Part 2 wieder, hoffentlich dann endlich mit einem Net 5-Star. Bis gleich.